Let's go. Aber ich habe schon ein bisschen reingeguckt und manche Fragen sind echt ein bisschen weird. Mit deiner Community hat immer weirde Fragen. Ob es das um mich geht oder nicht. Also. True that. Okay. Sind wir soweit? Sind wir soweit? Sind wir? Ja. Nee, die kommt gleich. Die merkt nämlich, dass wir arbeiten müssen. Abby! Was geht ab, Freunde? Frauen und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über Spooky Shit und machen Spooky Shit und deswegen sind wir heute bei... Ich bin Laria, The Witch of Roses. Manche kennen mich vielleicht von gerade von YouTube, sonst auch Instagram und TikTok. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier so einige Hokuspokus-Sachen. Voll Hokuspokus-Kräuter. Sowas nennt sich Kräuter. Die haben wir natürlich nicht umsonst, nicht für Dekozwecke, auch wenn es schön aussieht vielleicht. Nein, wir machen heute ein sowas voll. Das nennt sich Spell Jar, habe ich gelernt. Oder Zauberfläschchen auf Deutsch. Du kannst ja einfach mal erklären, was genau das ist und was das macht. Und was wir da reinpacken. Also. Und warum ist das? Alles klar. Das Spell Jar an sich ist tatsächlich eine ziemlich alte Hexentradition. Das hat man schon damals beispielsweise für Schutz gemacht. Auch heute machen wir für Abbys Kanal und für euch, zeigen wir euch, wie ihr ein Schutz-Spell Jar selbst machen könnt. Wir dachten uns, es ist vielleicht ganz hilfreich, gerade mit den Praktiken, die Abby so vollzieht, ist vielleicht ein bisschen Schutz gar nicht mal so verkehrt. Ein Spell Jar besteht eigentlich daraus, dass man sich ein kleines Fläschchen nimmt, ein kleines leeres Gläschen. Gut ist es auch, wenn man es vorab wirklich reinigt, zum Beispiel unter einer Räuchermischung. Ich sage bestimmt Mischung und nicht Räucherstäbchen, denn Räucherstäbchen bestehen nur aus Chemie und Kleber. Also da ist nicht diese Essenz der Kräuter wirklich mit drin, höchstens der chemische Geruch davon. Gut zu wissen. Und in das Spell Jar packt man rein beispielsweise Kräuter. Also ich persönlich arbeite super gerne mit Kräutern, deswegen haben wir hier ein paar. Dann kann man da auch noch kleine Edelsteine, es gibt ja so kleine wie so Edelstein-Keys reinpacken, passend. Man kann Spell Jars für Schutz machen, für Liebe, für Geld, Wohlstand. Eben dementsprechend stimmt man die Kräuter ab und die Steine oder was man auch immer reinpacken möchte. Heute packen wir noch eine Sache rein, was ich jetzt noch nicht spoilern werde, was ich eigentlich bisher in sämtlichen Spell Jar Videos noch nicht gesehen habe, aber was ich als sehr, sehr wirksam feststellen musste. Ich munkel. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ist nichts Großes. Blut ist es diesmal nicht, ne? Oh. Weil ich jetzt erst in diesem Fall, man könnte es machen. Interessanter ist tatsächlich zum Beispiel für viele total schockierend, Menstruationsblut beispielsweise, in einen Liebeszauber reinzupacken oder Entschuldigung, aber auch für den männlichen Samen ebenfalls ein Liebeszauber. Ja, auch mit solchen Körperflüssigkeiten arbeitet man teilweise in der Magie, was ein Tabuthema ist, aber es ist eigentlich eine seit Jahrhunderten überlieferte Praxis aus sämtlichen Kulturen. Blut an sich ist ein Lebenselixier, das ist das Wertvollste, was wir haben. Und das Interessante ist einfach, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, mit unserem Blut sind alle unsere Ahnen bis hin zum Bakterium, bevor wir aus dem Wasser gekrochen sind, eigentlich verbunden. Also das ist wirklich, unsere Ahnenreihe ist ewig lang im Blut. Und das heißt, auch die Kraft der Ahnen nimmt da auch nochmal Platz ein. Und Menstruationsblut ist natürlich nochmal die weibliche Kraft, die schöpferische Kraft. Aber das ist mehr so Liebeszauberzeug-Stuff. Ich will noch kurz dann auf deinen Channel verweisen, weil du ja auch schon so Videos dazu gemacht hast, im Allgemeinen so zum Schutz, wie man räuchert, wie man bannt. Genau, also ich habe auf meinem Kanal habe ich auch diese dunklen Themen, diese Themen, worüber fast keiner spricht, die Verwendung von Blut in der Magie, also generell Blut, Menstruationsblut, andere Körperflüssigkeiten, nekromantische Praktiken habe ich da auch mal angegangen, auch wo ist der Unterschied zwischen menschlicher Nekromantie und mit Tiergeistern. Also ich habe auch solche dunklen Themen angesprochen, weil ich finde einfach, darüber wird fast gar nicht geredet. Mhm. Und das ist nämlich ziemlich gut, weil ich so oft Nachrichten bekommen von, ja, wir haben Witcha gespielt und jetzt ist halt scheiße. So, und da sage ich euch immer wieder, bevor ihr Witcha praktiziert, wie auch immer man es nennt, lernt, wie ihr euch schützen könnt, lernt, wie ihr ungebetene Gäste auch wieder loswerden könnt, falls da was schief geht. Und da empfehle ich ganz klar ihren Kanal. Ich meine, meine Räuchermethode war jetzt nicht gerade. Ne, du hast ja auch sie gesehen. Der Wille war da. Aber ich habe mich erstmal an deinem Video orientiert, was ich da zum Beispiel reinpacke an Kräutern, weil ich kenne mich ja mit Kräutern generell jetzt eher weniger aus. Bevor man anfängt mit Geistern zu arbeiten, man sollte lernen, ein Gefühl für die zu entwickeln, zu sagen, okay, ich kann ihn grob einschätzen oder das ist mal negativ, das ist positiv. Das ist auch bei Haunted Dolls und Haunted Items und keine Ahnung, das ist sehr wichtig. Definitiv. Weil der Verkäufer kann dir lange sagen, das ist positiv und dann kommt das an und du hast dann so ein
scheiß viel. Genau. Und also, teilweise, die Kleinen kriegt man durch einfache Räucherung raus, aber ich hatte wirklich schon größere Viecher. Same. Das war nicht mit einer einfachen Räucherung getan, da musste ich richtig drauf kloppen. Mhm. Okay, fangen wir an, oder? Okay, fangen wir an. Ich persönlich nehme für ein Schutzgläschen erstmal das total übliche Eierschalen. Eine super bekannte Methode ist natürlich das Salz. Hier haben wir Brennnesseln, die kann man mit Liebe verbinden, aber genauso gut mit Schutz, weil schon allein die Attribute von Brennnessel, es brennt, es wehrt ab. Dann habe ich, das ist mein persönliches Lieblingskraut einfach, das ist mein Beifuß. Du beißt das schon? Ja, natürlich. Komm mal her! Ich weiß, das ist dein Lieblingskraut. Ja, ich weiß. Ich bin aufmerksam, okay? Thank you. Dann haben wir hier Rubus, also sprich Brombeerblätter. Ihr könntet übrigens auch von der Brombeerpflanze die Stacheln abklipsen ein bisschen und die reinpacken. Also da sind den Ideen keine Grenzen gesetzt. Kamille ist einfach ein super Schutz, auch was Heilendes, eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich habe hier noch kleine Nägel, also sprich alle Spitze. Ihr könnt auch kleine Glassplitter reinpacken in so etwas. Die Nägel sind eigentlich noch wirkungsvoller, wenn ihr die vorher rosten lasst. Also packt die in eine Flüssigkeit rein. Zu guter Letzt den Stechapfel. Hierbei bitte Vorsicht, es ist giftig. Und dann haben wir hier noch für gleich ein Papierstückchen, Stift, schwarze Kerze. Sollen wir anfangen? Ja, ich würde sagen, wir fangen an und ich stelle dir dabei ein paar Fragen, die meine Community hat. Gibt es Schulungen oder sowas wie eine private Ausbildung für das Wissen? Ah, das wäre noch eine vernünftige Frage. Da kommt fangen wir was Gutes an. Ja, tatsächlich, es gibt bestimmte Hexenschulen. Ich persönlich halte da semi was von. Weil ich finde, man muss seinen eigenen Weg finden. Und man kann auch nicht erwarten, viele sagen, okay, wenn du eine Hexenschule machst, und wenn du die vollendet hast, kriegst du ein Zertifikat und dann bist du Hexe. Mhm. So funktioniert das nicht. Yeah. Du bist, also Hexe ist man meistens von Geburt an. Wir haben da etwas im Blut, wenn man sich dazu hingezogen fühlt. Egal, wann man startet, und wenn man erst mit 50 Jahren startet, dann ist das so. Hexe war man aber schon immer irgendwo. Ich bin mehr ein Fan davon, herauszufinden, wo fühlst du dich hingezogen. Du musst nicht alles kennen. Bei Hexenschulen gibt es ja, okay, jetzt geht es hier um Edelsteine, dann geht es um Kräuter, dann geht es um eine bestimmte Praktik, aber es ist nicht euer Weg. Ja, es gibt, wie gesagt, mehrere Schulen online. Ich habe jetzt noch keine gesehen, wo ich sage, boah, die ist richtig gut und die würde ich empfehlen. Also du bietest ja sowas zum Beispiel auch an, so Coachings und so, ne? Genau, also da geht es dann wirklich darum, wir gucken erstmal, wo fühlst du dich hingezogen? Da gibt es verschiedene Methoden, Praktiken, dass man so ein bisschen ins Innere kommt. Weil gerade wenn man sich dazu hingezogen fühlt, heißt, da schlummert etwas, da schlummert auch ein altes Wissen. Man merkt auch ziemlich schnell, je mehr man in die Praxis reinkommt, dass Dinge und Wissen hochkommen, wo man denkt, das habe ich noch nie, also ich habe es nirgendwo gelernt, ich habe es noch nie gelesen, aber ich weiß es einfach, ich weiß, wie es funktioniert. Und darauf spiele ich mir an, wo ist dein freier Wille, was schlummert in dir? Und ich arbeite gern nekromantisch. Das heißt aber nicht, dass die Menschen, denen ich helfe, dass die auch nekromantisch arbeiten wollen, weil das liegt nicht jedem. Haben manche Leute Angst vor dir? Ja, da brauchen wir was. Ich meine, als ich herkam, nein, Spaß. Come on. So ganz kurz hatte ich Angst, dass du mich opfern wirst für Malak, aber... Hattest du gar nicht. Aber du würdest mich nicht opfern. Aber tatsächlich, oder? Sag niemals nie. Ne? Aber tatsächlich nochmal zu der Frage, ja, es gab auch Menschen, und gar nicht mal so wenige, die wirklich Schiss vor mir haben. Obwohl ich dir alles erklärt habe, aber gerade wenn die noch diese christlichen Ideale im Kopf haben. Ich glaube, viele konservative Menschen könnten das, also bringen das wahrscheinlich dann halt auch mit Satan und so in Verbindung, ne? Sofort. Ja. Kannst du Rückführungen machen? Rückführungen habe ich noch nie probiert, nein. Das nicht. Würdest du es in Zukunft vielleicht irgendwie dir überlegen? Meine Stärken liegen bisher noch woanders. Man weiß aber nie, was noch in der Zukunft kommt. Ja, da muss man sich dann mit Hypnose und so auseinandersetzen. Genau, und Hypnose ist so eine Sache. Hypnose offiziell anbieten darf man auch nur, wenn man beispielsweise mindestens ein Heilpraktiker gemacht hat, die Ausbildung. Und dann darf man sich in Hypnose weiterbilden. Sonst kann das tatsächlich strafbar sein, weil natürlich mit Leuten mit Hypnose kann euch jeder irgendwas reinpflanzen und ihr erinnert euch nicht. Mhm. Also das ist gar nicht mal so ohne. Kannst du jemanden verfluchen? Also könnte ich schon, ja. Ja. Machst du's? Also Abby, das ist ja öffentlich. Ich versuche wirklich immer moralisch rüberzukommen. Auf meinem Kanal kommt hier die knallharte Wahrheit. Tatsächlich, was heißt verfluchen? Schadenszauber wirken, ja. Ein Fluch muss man sich wirklich gut überlegen. Fluch ist eine heftige Sache. Ihr könnt nicht einfach, wenn ihr den Schadenszauber lostretet, könnt ihr nicht zurückholen. Was dann passiert, nachdem ihr es losgetreten habt,
Das kann so vieles sein. Im schlimmsten Fall könnte jemand verunglücken. Aber möglich ist es definitiv, ja. Und unter uns, ja, ich habe auch meinen Schaden zwar gewirkt, aber bei mir ist es wirklich so, ich versuche, wenn ich sehe, dass ein Mensch jemand anderem die ganze Zeit wehtut und man versucht, mit ihm zu kommunizieren, man sagt, hey, bitte hör auf damit und du weißt, was du den Menschen antust. Und gerade wenn du weißt, dass diese Person sich genau im Klaren darüber ist, was er oder sie tut, ja, dann denke ich mir, shit happen. Dann fühle. Und tatsächlich muss ich gestehen, bei Schadenstrafe mache ich es wirklich so, dass der Mensch genau das abbekommt, was er ausgesendet hat, nicht mehr, weil das finde ich immer übertrieben. Und ich möchte, dass diese Menschen daraus lernen, dass sie sagen, okay, scheiße, jetzt ist mir dasselbe auch passiert. Oh Mann, das war echt richtig übel. Ich habe da was gemacht, weil dieser Mensch ist wirklich, hat mehrere Menschen wirklich verarscht. Dann wirklich einen Zauber gemacht auf Gerechtigkeit mit einem Dämon. Bei diesem Dämon muss man aufpassen, weil dieser Dämon steht für pure Gerechtigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt im Unrecht gewesen wäre und ich beschwöre ihn, dann kriege ich meine Ladung auch ab. Mhm. Das war jetzt keiner, der sagt, okay, ich mache alles, was du sagst, absolut nicht. Kurze Zwischenfrage, so einen Schadenszauber machst du dann auch wirklich mit Entitäten? Ohne geht auch. Also ich arbeite gerne mit Dämonen. Auf jeden Fall nach ungefähr einem Dreivierteljahr, ich hatte gar keinen Kontakt mehr zu dieser Person. Nach einem Dreivierteljahr hat die Person mich plötzlich angerufen, hat mir alles erzählt, was passiert ist, aus dem Nichts. Und ich war nur am Telefon so, warum erzählst du mir das? Und die Person so, ich weiß es nicht. Und ich so, ja, du merkst schon, dass du genau das bekommen hast, was du die ganze Zeit ausgesendet hast. Und die Person so, oh ja. Hast du was damit zu tun? Und ab dem Moment, wo die Person erkennt, soll der Zauber auch aufhören für mich. Ja. Aber es gibt auch Hexen, die, ja, kotzen drauf los, Entschuldigung. Mhm. Das finde ich persönlich scheiße, weil ich mir denke, daraus lernt der Mensch nichts. Mhm. Ich möchte, dass sie lernen. Also das heißt, du kannst so einen Fluch auch zeitlich begrenzen? Ja, also ich begrenze es in der Hinsicht zeitlich, dass ich sage, ab dem Moment, wo die Person wirklich Reue empfindet und sie sich innerlich ändert, dass ein Wandel stattfindet, ab dem Moment soll der Fluch aufgelöst sein. Und so einen Fluch auflösen ist wahrscheinlich genauso schwierig. Ein Fluch auflösen ist nicht ohne. Also wenn das ein fremder Fluch ist, sagen wir, es kommt jemand zu mir und sagt, hey, das ist ein fremder Fluch oder das ist wirklich ein Fluch. Die meisten Menschen denken, ich bin verflucht, aber sind sie nicht verflucht. Fluchauflösung kann tatsächlich Tage dauern, je nachdem. Man muss gucken, wie der Fluch gemacht wurde. Man muss herausfinden, was war das für ein Fluch. Das ist alles gar nicht mal so ohne. Den eigenen Fluch wieder auflösen, sagen wir mal, du schickst was los und sagst hinterher so, ach nee, doch nicht. Ist auch nie 100% garantiert. Das ist das Problem. Deswegen sage ich, bevor ihr flucht, gerade fluchen ist eine heftige Sache, sagen wir lieber Schadenszauber. Lasst es erstmal sacken, geht in euch, macht Schattenarbeit, reflektiert, versucht mit der Person erst zu kommunizieren, diese Situation anders zu lösen, denn ihr könnt versuchen, es zurückzunehmen, es ist aber nie eine Garantie. Ja. Jetzt kommt eine Frage, über die haben wir uns schon unterhalten. Kann man das erlernen oder muss man von einer Hexendynastie kommen? Man kann es erlernen. Manche Menschen sind natürlich sensibler, manche kennen ungefähr schon ihren Weg. Aber im Grunde genommen, das sind meiner Meinung nach Attribute, die jeder Mensch in sich hat. Wir sind durch unsere Gesellschaft sehr abgestumpft worden, auch mit dem feinfühlig werden für die geistige Welt. Und so Verbindung mit Natur und so. Genau. Genau dasselbe wie so auf seine Intuition hören, ne? Also das genau. Ist ja auch, je öfter du das lernst und je öfter du merkst, du kannst darauf vertrauen, desto stärker wirst du in deiner Intuition und desto besser kannst du einfach damit arbeiten. Genau. Mal. So, jetzt würde ich... Und der Secret Ingredient. Ganzes Secret machen wir es jetzt nicht. Dann machen wir einmal diese Binderune. All die, die nicht wissen, was eine Binderune ist, also die Runen an sich, das ist aus dem nordischen Alphabet. Laut der Mythologie hat sich Odin mehrere Tage und Nächte in dem Weltenbaum Yggdrasil reingehängt und hat somit diese Runen, diese Zeichen bekommen. Das sind so die magischen Zeichen. Man nimmt sich sozusagen die raus, die passen und die kombiniert man in eine Binderune. Schreibt ihr auf einen kleinen Zettel. Da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, bei Protection, müsst ihr aber nicht, ein Tröpfchen Blut drauf machen, um es mehr mit euch zu verbinden. So, dann packt ihr das rein und dann füllt ihr das ganz normal weiter. Kannst du zwischenmenschliche Schwingungen und Auren, in Klammern, farblich wahrnehmen? Ja. Also farblich ist relativ, aber ich kann sofort, wenn ich einen Menschen sehe, egal wie nett der Mensch zu mir ist, selbst wenn er mich anlächelt und super freundlich ist, ich weiß sofort, wie der Mensch tickt. Same. Und ich spüre schon, wie der Mensch Drama bedeutet. Ja, same. Das ist... Dieses Bauchgefühl einfach. Total. Irgendwas ist... Aurenlesen ist ja dann wieder was anderes. Ne? Aurenlesen an sich ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, das stimmt. Wobei im Grunde ist es die Aura auch, die man wahrnimmt. Sieht jede Hexe Spirits, Schatten, Personen etc.? Nein.
Das ist auch ganz individuell. Manche, die arbeiten seit Jahren mit Spirits, aber sie spüren sie nur, sie sehen nichts. Manche können sie hören, manche können sie sehen im inneren Auge. Das ist ganz individuell. Bei manchen kommt das mit der Zeit, dass sich das entwickelt, bei manchen einfach gar nicht. Das hat aber auch nichts mit der Stärke der Hexe zu tun. Eine Hexe, die sagt, wenn man jetzt gar keine Spirits sieht, aber sie trotzdem irgendwie spürt und die Messages wahrnimmt, kann es genauso gut mit ihnen arbeiten. Ist nicht weniger stark als eine, die die Spirits sehen kann. Wie bist du Hexe geworden? Ich war es schon immer. Ab dem Moment, wo ich geboren wurde, im Grunde genommen. Ich habe schon als kleines Kind habe ich angefangen, den Wind zu kontrollieren. Hat tatsächlich geklappt, war kein Witz. Ist der wirklich. Avatar. Es ist kein Witz. Tatsächlich, wirklich, wenn ich einmal ausgestreckt habe und ich habe mich darauf konzentriert, schneller, 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 dann kam er richtig windig und dann langsamer. Das habe ich auch oft auf dem Schulweg gemacht, wo es so windig war, wo ich denke, oh verdammt. Dann so langsamer und dann wird es echt langsamer. Ich denke, oh endlich, okay, jetzt kann ich auch. Vielleicht schlummern in dir sogar auch so Telekinese-Kräfte. Ich habe es mal probiert, hat nicht so funktioniert. Wie fängt man an? Wie fängst du an, Schlittschuh zu laufen? Du ziehst dir die Schlittschuhe und du gehst aufs Eis. Viel Spaß. Bücher kaufen, ja. Würde ich jetzt mal sagen, dich belesen zu dem Thema. Hast du Buchempfehlungen vielleicht? Schattenarbeit gehört auch immer als Hexe dazu. Generell, auch wenn man jetzt nicht Hexe ist, Schattenarbeit, Schattenarbeit. Denn eure Zauber werden niemals anschlagen, wenn ihr Schatten habt und wenn ihr falsche Glaubenssätze habt. Das ist aber generell sehr wichtig im Leben. Ja, definitiv. Wenn man sich mit Runen beschäftigt, die Blätter von Yggdrasil auf jeden Fall. Viele gute aus dem englischsprachigen Bereich. Psychic Witch, mochtest du, ne? Psychic Witch ist eben auf Englisch, aber das ist eben richtig gut. Blood and Bones, wenn man sich mehr für diese urtümliche Volksmagie interessiert, ist aber auch auf Englisch. Was glaubst du passiert nach dem Tod? Was passiert schon nach dem Tod? Ich glaube, unsere Energie wird freigesetzt, weil wir sind Energie. Ich glaube, irgendwo schon an Wiedergeburt. Aber das ist nicht jetzt hexenspezifisch. Also jede Hexe glaubt da anders. Ich glaube tatsächlich, dass diejenigen, die nicht reinkarnieren, helfen den anderen zu ihrem höheren Selbst. Werden sozusagen Ahnen, die Spirits. Das glaube ich tatsächlich. Dass man anderen hilft, die auch spiritueller werden, das höhere Selbst zu erlangen und aus dem Kreislauf des Leidens rauszukommen, wie man im Buddhismus sagt. Das glaube ich persönlich tatsächlich. So, jetzt, wenn ihr es voll habt, wir haben eins so ein hübsches mit dem Korken, macht ihr drauf. Und ihr nehmt die schwarze Kerze und lasst dann das Wachs einfach drauf träufeln. Okay, eine Frage habe ich noch. Welche Art von Magie, also welchen Schwerpunkt hast du? Momentan bin ich bei der Nekromantie gelandet. Genau, bei der Nekromantie arbeitet man mit Totengeistern. Da ist aber ein großer Unterschied zwischen menschlichen Totengeistern und Tiergeistern. Ich würde empfehlen, wenn man mit... Also Nekromantie ist generell ein Thema, damit fängt man an, wenn man sich schon ein bisschen besser auskennt. Wenn man so schon ein paar Zauber hinter sich hat, wenn man sich definitiv mit Schutz etc. auskennt, ganz wichtig. Und dann sollte man erst einmal, wenn, mit Tiergeistern anfangen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also Menschengeister ist Next Level Shit. Tiere kennen keine Boshaftigkeit. Sie kennen keine Missgunst und auch keine Hinterhältigkeit. Es sind Tiere, die sind sehr rein von ihrer Seele her, von ihrer Energie. Vor allem, wenn man mit Tiergeistern arbeitet, arbeitet man auch vor allem mit dem Archetypen, für was diese Tiere stehen. Bei Menschen ist es so, man hat wirklich die Person. Also wenn man die Knochen hat beispielsweise von einem Menschen, du hast wirklich die Person, die dahinter steckt. Und oftmals kennst du es nicht, also die legalen Wege, um an Menschenknochen zu kommen, da gibt es welche. Da weißt du aber nie, wer diese Person war. Du kennst den Charakter nicht, du kennst Geist. Das heißt, du musst dich mit diesem Geist wirklich auseinandersetzen. Und das Schwierige ist, wenn dieser Mensch griesgrämig war, bösartig und wird er es auch wahrscheinlich im Tod sein. Deswegen ist das wirklich für Fortgeschrittene. Machst du das aber nur mit Tieren, oder? Momentan nur mit Tieren. Wenn ich mich so in deiner Wohnung umschaue. Also ich überlege momentan wirklich tatsächlich mit menschlichen Geistern zu arbeiten, aber dann lasse ich mir die Zeit und ich lasse es auf mich zukommen, bei mir die ersten Knochen entgegenkommen. Ja. Trocknen lassen, dann habt ihr hinterher so einen Protection Jar. Und das stelle ich mir jetzt ins Regal und das schützt mich. Das stellst du dir einfach irgendwo hin ins Regal und so weiter. Und das kann ich einfach für immer behalten? Eigentlich schon. Also wenn du das Gefühl hast, die Magie lässt komplett nach und da ist nichts mehr drin, kannst du es tatsächlich nochmal neu aufmachen, auskippen, ne? Sieht schön aus. Sieht schön aus, ne? Ja, da die mir auch. Dankeschön. Bitteschön. Das waren die Fragen auf jeden Fall von euch. Wenn euch noch was interessiert, schaut gerne auf ihrem Kanal vorbei. Wer die Folge noch nicht kennt, wir haben auch eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen. Verlinke ich auch alles unten und... Ja. Müsstest du noch was sagen? Passt auf euch auf, bleibt gesegnet und kümmert euch immer um euren Schutz. Auch wenn ihr nicht Rituale betreibt, so ein bisschen ein kleines Spelljar hat noch niemals geschadet. Wir sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, so wie immer, und abonniert
unsere Kanäle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.